ob du neu anfängst und. Ist aber nicht so das Ding. Und hier wird ja nochmal alles genauer erklären als ich. Und wie gesagt, also bei uns in der Gilde hast du jetzt nicht so wirklich die Verpflichtung, ne? Also mach dir darüber keine Sorgen. Die stellen hier Fragen im Chat. Keine Ahnung. Also im Gildenchat. Oh, wie viel brauchen wir denn hier noch von den Skorpionen jetzt? Naja, noch eine ganz schöne Menge. Und da sind ja auch alle unterschiedlich hier, die wir brauchen. Aber dadurch, dass die alle so zusammenhocken, ist das doch relativ einfach. Soll ich das so schreiben? Ja, könnte man so sagen eigentlich. Egal. So. Die haben wir, die haben wir, die haben wir. Mineralskorpion brauchen. Ne, die haben wir. Ne, da brauchen wir noch einen von. So, dann haben wir die fertig. Giftskorpion brauchen wir auch nicht mehr. Das andere auch alles nicht mehr. Wunderbar. Dann sind wir ja mit den Skorpionen soweit auch durch. Brauchen wir noch die Eidechsenspeichel. Die sind hier in der Mine oder sollen die in der Mine sein? Okay. Dann müssen wir mal gucken. Hier Stoff, Kette.
So, ich würde mal sagen, wir begeben uns einfach nochmal in die Höhle und suchen da nochmal hier die, nicht Skorpione, sondern die Leguane. Ich habe nämlich keinen Bock draußen so lange zu warten, bis die da immer wieder kommen. Die müssten ja hier eigentlich auch sein, so wie es eben angezeigt worden ist. Müssen wir nur gucken, wo. Ah, hier zum Beispiel sind welche. Wow, zwei Stück. Das hat sich aber nicht wirklich gelohnt. Habe ich das Gefühl. Absolut nicht. Ja, das war, würde ich mal sagen, eher so ein Schuss in den Ofen. Ne? Ach, hier sind welche. Ah, guck mal, hier sind auch ein paar mehr. Hätten wir nicht in die Nebengänge reingemusst. Das Ding ist nur, die müssten aber trotzdem erstmal welche droppen, ne? Die Sachen. Oh, drei Stück noch. Und dann haben wir die Sachen ja auch erstmal in der Mine wieder fertig. Da Drüsen bräuchten wir noch, Körper von Knospenwürmern und Myrmex-Flügel. Das heißt, wir müssen nochmal unten in den Bau rein dann. Von den Kalturok. Ja, kriegen wir noch hin. Zwei Stück noch. Wenn wir Glück haben, sind die ja noch irgendwo am Berghang. Genau. Einer noch, dann. Irgendwo hier unten sicherlich. Aber ich weiß nicht, ob der reicht. Da ist er. Aber wie gesagt, wenn er jetzt nichts droppt, dann wollte ich gerade sagen, wie jetzt, dann haben wir Pech. Dann müssen wir noch mal warten kurz. Oder wir fliegen hier noch mal hoch und gucken noch mal, ob wir hier noch irgendwo einen finden. Ja, ich möchte da nämlich jetzt eigentlich weniger gerne noch ein bisschen warten. Das wäre blöd. Da ist einer zum Beispiel noch. So, haben wir. Wunderbar. Können wir die Quest auch abgeben? Wie viel haben wir denn jetzt noch? 18 von 30. Das war vorhin noch ganz anders. Da hatten wir 30 von 30. Es wird so langsam weniger. Zumindest erstmal. Die Front unterstützen. Was muss ich denn jetzt machen? Ach so, der schickt uns nur zum nächsten. Alles klar. Wo ist der? Ist der hier hinter der Biegung? Wahrscheinlich, ne? Ach ja, genau hier unten ist er jetzt, genau. Hilfe für die Front.
Okay. Hehe, ich war schneller. Da wollte der gerade mit angreifen, aber... Tja. Ich war schneller. Kette oder Leder? Was mehr Geld bringt, glaube ich. Ist besser. Zur zweiten Verteidigungslinie. Geht das jetzt hier reihum oder was? Tatsächlich. Alles klar. Und K-Cobra, hast du schon angefragt, beziehungsweise hat sie dir geantwortet? Weil manchmal ist es so, dass sie gerade beschäftigt ist oder so und das mal leicht übersieht, ne? Oh, jetzt kommen hier Leguane. Das ist so einfach, wenn man einfach mal ein bisschen vom Level her drüber ist, als man hier sein sollte. One-hittet man die natürlich alle mit so einem Flächenangriff. Zumindest noch. Bis sie dann auch wieder stärker werden, das Gebiet. Ach, das müssen wir jetzt in die Obsidian-Feste bringen, okay. Ja, dann würde ich mal vorschlagen. Ach so, okay, du bist nicht am Spielen. Ja, ne, wie gesagt, ist ja nicht schlimm. Hast ja Zeit. Oh Gott. Warte. So. Wir gehen mal kurz in den Karl-Turok-Bau, machen da noch die 2-3 Quests und geben die Quest da hinten ab. Und dann war es das auch eh für heute erstmal. Ich wollte ja auch nicht so lange machen heute. Und ich denke mal, 58 wird durch die Quest, die wir jetzt machen, nicht mehr möglich sein. Aber ich mache ja nachher noch die Tagesquest, da wird auf jeden Fall definitiv 58 drinne sein. Und bis zum nächsten Mal. Mal gucken, wie weit ich da noch kommen werde. Vielleicht schaffe ich die 60. Müssen wir mal gucken. Ab 60 wollte ich dann sowieso so machen, dass der Ritter da nicht mehr die Tagesquest macht, sondern nur noch der Priester, weil der Priester ja die Sekundärklasse ist und der die Punkte brauchen könnte eigentlich. Aber bis dahin macht es so lange noch der Ritter, bis der 60 ist. Ach, die Könige, die geben die Drüsen, okay. So, erstmal in den nächsten Raum fliegen. Ich weiß gar nicht, ob die mutierten Knospenwürmer auch etwas geben oder hier nur die normalen. Müssen wir mal gucken. Erfahren wir ja, wenn dann gleich. Da sind die mutierten. Okay, die geben keine. Schade. Hätte ja sein können.